Im Wald zwischen Sportclub und Pfarrhaus befindet sich auf der rechten Seite die Arbeit Falling Chair von Toni Boiso. Es handelt sich dabei um ein großes textiles Banner, was zwischen zwei Bäume gespannt ist. Der Stoff dieses Banners ist sehr dünn und fast durchscheinend, sodass man je nach Lichteinfall kaum erkennen kann, was abgebildet ist. Es handelt sich um einen herunterfallenden Stuhl. Aufgrund der geometrischen Struktur des Hintergrundes hat man den Eindruck, man blickt durch ein Fenster, vor dem es regnet, und mit dem Regen fällt ein Stuhl vom Himmel. Das ist natürlich eine sehr irreale Situation. Es scheint trotzdem ein realer, eingefrorener Moment zu sein. Und für Boiso ist es klar, dass das natürlich irritierend ist und eine Arbeit ist, die mehr Fragen aufwirft, als sie beantwortet. Aber er sagt auch ganz klar, das ist genau die Aufgabe, die Kunst erfüllen muss. Fragen stellen, nicht Fragen beantworten.